Qualify. Und es ist noch trocken. Trotzdem, so lief mal ein paar Minütchen vor. So. Schnell Setup. Ist noch drin. Okay, gut. Wir werden jetzt schon mal rausfahren, weil es ja regnen soll. Starte den Motor und dann raus mit dem Auto. 12 Wagen sind auf der Strecke. 100% Regenwahrscheinlichkeit. Also hopp, hopp, hopp. Oh, Leute, raus mit dem Wagen. Lass mich raus. Los, lass mich raus. Ach, Scheiße. Haben wir, glaube ich, zu lange gewartet. Ah, nein. Vergiss nicht, den Begrenzer auszuschalten. Wie schön, dass die Reifen gleich durchdrehen. Was für der Schuhmacher? Der Schuhmacher fährt auch noch weich. Und wenn ich jetzt mit diesen Reifen noch eine Runde hinkriege, dann bin ich Jesus. Oh, aber die Reifen drehen auch so brutal hoch durch, sogar noch im dritten Gang. Oh. Schumacher, was machst du? Ja, ordentlich durchdrehen lassen. Ich glaube, auf den Reifen bringt es nichts mehr. Nee. Wenn wir mal ab in die Garage gehen. Zack. Die Intermediates sind wohl die sicherste Wahl bei diesen Verhältnissen. Das merke ich schon. Immer hopp, hopp, Leute, raus mit dem Auto. Wir behalten trotzdem das Trocken-Setup. Begrenze aus, begrenze aus. So, das wird jetzt abenteuerlich, das kann ich euch schon mal sagen. Oh, die Reifen drehen wenigstens nicht so durch und der Himmel verdunkelt sich immer mehr. So, da scheint einiges in der Luft jetzt zu liegen. Der Aspekt mit Trockenreifen. Das ist der Schuhmacher. Tja, war ich vielleicht noch früh genug in der Box drinne? Die Strecke wird auf jeden Fall ordentlich nass jetzt. Glaube ich auch noch auf Trockenreifen. Ja, gut. Wollen wir gucken, was jetzt noch rauszuholen ist auf dieser Strecke. Auf jeden Fall ein Alonso, der vor uns rausfährt. Auf Regenreifen, okay. So, Herr Luigi, danke schön, Herr Luigi.
Was macht der Bengel da? Die Stewards haben dich um 5 Plätze in der Startaufstellung so zurückversetzt. Kann ich das jetzt ungefähr nochmal abbrechen? Boah, der Junge fährt auch. Ich hoffe mal, ich werde trotzdem nicht. Boah, Scheiße! Gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Sag mal nicht, der Hülkenberg ist da schon wieder. Oh. Gut. So kann man natürlich auch einem die. Oh, Leute, 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 Leute! Nun. Oh. Damit kommst du auf Platz 23, letzte Startreihe. Der Hülkenberg fährt noch immer. So, ich muss irgendwie eine Runde nach Hause bringen. Aber nicht mal mehr mit den Reifen geht das jetzt. Gut, dann müssen wir zurück in die Garage gehen. Jensen ist im Moment auf Platz 4. Bei diesen Bedingungen würde ich die Regenreifen empfehlen. Ach echt, sag bloß. Und wir gehen etwas auf anpassungsfähig, Strecke, fliegende Runde, so. Die Hoffnung, dass wir jetzt mal eine vernünftige Runde. Oh, schon wieder zwei von mir. Das gibt's noch nicht. Wenigstens wieder einmal Hülkenberg oder so. Glock. Du bist auf Platz Kobayashi. Zurückgefallen. Letzte Startreihe. Ach, der Hülkenberg. Was für eine Überraschung. Guckt er noch mal so langsam um den Kurs rum. Kovalein! Wär's mal, wenn du mal weggehst von der Ideallinie. Wo einfach ein bisschen schneller fahren tust. Oh. Ich kann nicht mal einlenken. Es geht einfach nicht mehr. Alter. Der Lenkeinschlag war voll. Muss ich den vorderen Flügel mal ein bisschen hochstellen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht um die Kurven immer besser rumkomme. Wow. 22. Platz vor. Platz 22, das ist ja richtig toll hier. Noch 5 Minuten. Ach, nur noch 5 Minuten? Das schüttet hier wie aus Eimern. Schon mal ein bisschen daran gedacht, dass ihr Leute mal ein bisschen schneller hier um den Kurs fahrt.
Oh Leute. Könnt ihr auch mal woanders fahren als auf der Ideallinie? Vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Es gibt ja noch Leute, die mal auf Zeiten gehen. So, zwei Runden nicht mal bleiben uns auf jeden Fall noch. Im Moment bist du 14. Das wäre Startreihe 7. Nur 14. Vielleicht habe ich auch mal jetzt mal eine einigermaßen freie Runde. Das wäre zumindest mal sehr schön. Ich habe das Gefühl, als wenn die Strecke total unter Wasser steht und es von Runde zu Runde noch schlechter wird. Boah, ich komme nicht mal mehr um die Kurven rum. Los, gib Gas, gib Gas, gib Gas! Du hast fast kein Benzin mehr. Ach, halt dort die Klappe Benzin jetzt. Mehr. Komm in den nächsten zwei Runden an die Box. Zeit im ersten Sektor ist gut, aber in den letzten beiden Sektoren lässt du jede Menge Zeit liegen. Ach, diese Runde zählt, auch wenn ich glaube nicht, dass es noch eine Verbesserung wird. Scheiße, Mann. Ja, das war wohl nichts. Vielen Dank an Herrn Herrn Hülkenberg und an andere Leute. Du stehst auf Platz 14. Glückwunsch. Glückwunsch. Mit einem Top 10 Platz geklappt. Gehen wir jetzt natürlich auch gleich zum Rennen.